Herzlich willkommen zum SR25-Bild. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie man eine gute SR25 baut. Viele sagen ja, nein, die ist zu teuer, lohnt sich nicht, Preis-Leistungs-Verhältnis passt nicht. Kostet 200.000, 250 oder sogar 300.000 Rubel und das passt einfach nicht und ist in keinem Verhältnis. Diese SR25 mit einem Recall-Wert von 80 kostet sage und schreibe 110 bis 120.000 Rubel und ist absoluter würdiger Nachfolger von einer einfachen Mia. Für den Preis absolut unschlagbar. Ich zeige euch, wie man diese Waffe baut und die High-End-Variante, wie die zu bauen ist. Let's go! Bevor wir aber loslegen, erst noch ein kurzer Vergleich. Was heißt eigentlich 80 Recoil? Also hier ist die Stock-Mir. Die Stock-Mir kostet so um die 70.000 Rubel mit einem CSV obendrauf, dass man auch ein Visier drauf machen kann. Wir haben gerade M80 Munition geladen, nichts Besonderes. Also wirklich eine Grund-Mir. So, wir schießen jetzt einmal auf lange Entfernung. Und ihr seht, wie lange es braucht, bis der Hochpunkt wieder an Ort und Stelle ist. Also der Verzug ist schon extrem. Auf kurze Distanz, ihr seht, ihr würdet alles daneben schießen. Man muss schon ein bisschen warten, bis das Ganze wieder zentriert. So, jetzt im Vergleich dazu, die SR25. Erstmal auf lange Distanz. Und hier der Spray. Himmel und Hölle Unterschied, das ist natürlich überhaupt kein Vergleich. 80er Recoil im Vergleich zu 160, natürlich ein Riesending. So, wir basteln jetzt das Ganze. Ich muss so lachen, weil hier holen wir sie nicht. Also diese Variante hier, die SR25 für 1000 Dollar, ist völlig Quatsch. Da haben wir unser ganzes Budget schon verschwendet. Also wir kaufen es nicht beim Händler. Stattdessen gehen wir auf den freien Markt und suchen eine SR25-Variante. Und zwar eine besondere, und zwar die mit dem weißen Griff. Wenn wir uns das hier mal anschauen, wir sehen hier lauter Schwarzgriff-Varianten. Und hier ist die richtige mit dem weißen Griff. Da ist der weiße Griff, dann ist der Hulk-Grip. Und hinten ein Schaft dran. Also mehr brauchen wir nicht. Das Ding kostet jetzt sagenhafte 57.000. Wir können mal ein bisschen runterscrollen. Ihr seht, es gibt nicht so viele Varianten hier. Die nächste Variante für 70.000. 70.000 wäre immer noch saugünstig, weil da kommt nicht mehr viel dran. Das ist praktisch die Basis, mit der wir alles machen. Der nächste Schritt ist der Kauf von 5 Komponenten. Das erste ist das Muzzle Brake. Dazu brauchen wir diesen T-Lock Adapter. Den Muzzle Brake an sich. Und den Sig-Sauer Schalldämpfer. Die drei kombinieren wir. Und zwar setzen wir den Muzzle Brake auf das T-Lock und den Schalldämpfer auf die Kombination und setzen das Ganze vor die Waffe. Die nächsten zwei Komponenten sind einmal die Schiene hier, 4,1 Inch und der RVG-Griff. Natürlich könnt ihr jeden Griff nehmen, den ihr möchtet. RVG hat den Vorteil, dass wir eine Recoil Reduction haben und gleichzeitig den Ergo-Wert so gut wie möglich noch behalten bei minimalem Preis, also Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Schiene dran, Griff dran. Und das war's. Mehr gibt's nicht zu machen. Jetzt nehmt ihr noch ein Visier eurer Wahl. Ich habe das in der Berechnung nicht mit drin, weil da hat jeder seine eigene Präferenz. Ich persönlich mag ja sehr, sehr gerne das XPS 3.0. Und ja, dann ist die Waffe ready to go. Wir haben Ergo 33 bei Recoil 80 und damit haben wir die Variante, die ich am Anfang gezeigt habe. Super günstig. Die Komponenten, die wir gekauft haben, kosten ca. 50.000 Rubel. Die Waffe selber haben wir für 55.000 gesehen, das wären also 105.000. Und wir haben sie einmal für 70.000 gesehen, das wären also 120.000. Und genau in dieser Range sind wir auch. Das ist ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Also top. So, dann lasst uns im zweiten Teil noch die High-End-Variante bauen. Und zwar ist diese Waffe halt auch geil zum Snipern. Und um eine gute Scharfschützenwaffe zu haben, brauchen wir viel, viel Ergo. Also Let's Go High End heißt der Variante Ergo. So, fangen wir an. Der Pistolengriff OMRG wird ersetzt durch den Gral oder den Ergo PSG-1. Das spielt keine Rolle. Die Werte sind gleich. Geil aussehen tut der Gralgriff, deswegen nehmen wir hier den Gralgriff. Und als Vordergriff nehmen wir auch die höchste Ergo-Variante. Das ist halt ganz klar der Shift-Grip. Also die beiden sind essentiell und sieht auch geil aus, finde ich. Wir legen oben auf die Waffe die Embers Rear Sight und Embers Front Sight. Kimo und Korn Komponenten drauf. Es gibt jeweils einen Ergo-Punkt. Wir nehmen den Shaft ab und ersetzen den Stock hinten durch den Advanced Tube. Dafür müsst ihr die Händler auf Level 4 haben. So ein Late-Game-Ding, ansonsten ist es zu teuer, lasst den normalen Stock drauf. Wenn ihr den Advanced habt, drauf damit. Und hinten dran zwei Optionen, und zwar Zauberwort ist GL. Entweder den GL Shock,
der haut das, den Ergo-Wert einfach hoch. Oder den GLR 16. Beides möglich. Guckt was Günstiges, was ihr euch kaufen könnt. Ich setze den GL Shock drauf, der einfach geil aussieht. Und damit pushen wir unsere Ergo hoch auf 57. Um jetzt noch ein bisschen mehr Ergo zu bekommen, können wir jetzt noch das Magazin wechseln vom 20er auf 10er Mag. Ist ein bisschen kritisch, gibt uns aber nochmal ein paar Punkte dazu. Und was ich persönlich ja eigentlich sehr ungern mache, als Solospieler als Scharfschützenspieler dann entsprechend, den Schalldämpfer abmachen. Das zieht aber so viel Ergo, also die Schalldämpfer wurden ja so stark genervt, dass sie so viel Ergo ziehen. Das heißt, wir machen das Ding ab, weg damit und setzen dafür den Red, wo ist er? Den Red Break Muscle Break vorne dran. So sieht das Ding aus, kann man erkennen an diesen zwei Schlitzen hier. Ist das beste Teil, was man vorne drauf machen kann. Und damit kommen wir auf einen Ergo-Wert von 79. Also mehr geht nicht. 79 Ergo. Jetzt hauen wir oben noch einen Scope drauf. Das ist natürlich auch wieder komplett euch überlassen. Ja? Also völlig egal. Aber ihr kennt sicher diese geile Variante hier mit dem DP vorne dran. Weil das Schöne hier dran ist einfach, dass man, weil die Waffe ist immer noch gut. Also sie hat jetzt einen Recoil-Wert von 110. Ja? Aber damit kann man im Nahkampf halt immer noch schön bam, bam, bam die Schüsse raushauen. Ich finde das ganz nice. Man kann auch alternativen 45 Grad Winkelaufsatz drauf machen. Und da entsprechend BK06 oder ähnliches. Alles schöne Varianten. Und ja, dann das Visier eure Wahl. Also viele, viele lieben ja das Voodoo. Ich persönlich auch. Das heißt, hier 1624 Voodoo drauf. Ist eine sehr, sehr schöne Variante. Guckt, was euch da beliebt, ne? Wichtig ist einfach nur, die Ergo zu pushen. Und ja, damit sind wir auch ein bisschen teurer. Das Ganze ist jetzt minimal mehr hochpreisig. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich selber werde jetzt auch die SR25 weiterspielen. Wer zuschauen möchte, auf twitch.tv/siegzerig sind wir live am Start. Ansonsten bleibt gesund, guten Loot euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.